So Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Online. Heute mit dem War of the Sea Emperor Structure Deck. Also ein Wasserdeck. Sieht man jetzt schon, was haben wir hier? Ruf der atlantischen Einwohner, Welle 3 mal so, nee, Fischen Welle 3, ja gut, das bringt mir jetzt noch nichts. Die Karte für das Deck, Welle 1 auf Fluss, man kann zum Fisch. Ach ja, Aquajet kennen wir. Fischer Seeschlange, gut, haben wir Niesmonster. Das auch, ne? Ja, das geht nicht schnell. Gut. Machen wir das erstmal, das kann. Ja, gehen wir das Monster nehmen einfach mal. So, das war's. Bis zum Ende? Nee. Immer. Und da ist, dass die Karte schon mal weggeht, ne? So kann man es erstmal nicht vernichten. Finde ich cool. Gut, wäre Schwerkraftbindung für den Long anhaltenden Wirkung. Wobei ich glaube, dass der Kollege da hinten schon was machen wird. Du kannst dreimal zu der Stufe 3 oder nicht. Beschwert diese Karte. Oder fliegt auf deine Wüste. Ich gebe alle Zauber und Karte. Falls du dies tust, falls drei oder mehr Karten durch diesen Effekt auf die Hand zurückgehen wird, verlieren alle Monster, die dann Gegner zahlen sollten. Mit 300 Punkte. Naja, mit einer Angriffskraft von 2,8 ist das nicht wirklich super. Da finde ich den Effekt von Neo Daedalus viel wichtiger. Macht viel mehr Sinn. Was macht er? Bis dann werde ich können treffen. Ach, sag mir nicht, der Kollege hat jetzt auch ein Wasserdeck. Nice. Ja, meine und seine gehen jetzt weg. Ja, die Karte habe ich auch vom Deck. Jetzt sagt mir nicht ernsthaft, dass der Kollege mit dem gleichen spielt wie ich. Tiffa's Drive. Cool. Cooler Kanabe. Umi. Ja, da. Ja, ich glaube, der Kollege spielt mit dem gleichen Deck wie ich. 1,8, ja gut, das gefällt mir jetzt nicht. Heiserknöpfe. Lass mich raten, du wirst eine Eclipse-Beschwörung machen. Nein, Pinguin. Geiler Name. Was ist das jetzt? Nummer 47, Albtraumhai. Ey, den kennen wir doch irgendwie. Kenne ich doch irgendwo. Ja. Ist das nicht der, den Shark irgendwie benutzt hat? In diesem Spiel kann dieser Charakter keine andere Monster nicht haben. Okay. Ja, ich kenne die Karte irgendwo, ja. Die hat, glaube ich, Shark in Yu-Gi-Oh! 6 benutzt, wenn ich mich nicht irre. Sieht jedenfalls so aus. Gut, mir bringt Schwerkraftbindung jetzt gerade gar nichts. Die kann ich wegschicken. Oder entfernen wir uns einfach mal. Nö. Na, kannst du noch was machen? Gut, legendärer Ozean ist geiler. Ach nice, dass seine Karte nicht vernichtet wird. Nö. Alles in Ordnung. Ende. Ich dachte immer, wenn man eine eigene Spielfeldzauberkarte spielt, dann wird die Karte, also eine andere Spielfeldzauberkarte vom Gegner vernichtet. Dachte ich immer. Okay, ich weiß schon, welche Karte darunter liegt. Nein, wenn ein Monster mit 1 oder beschworen wird, verbanne die Karte mit 1000. Dann verbanne der Gegner alle Karten mit demselben Magie. Warte mal. Wenn Monster mit 1000 oder weniger Attacke beschworen werden, verbanne die Monster mit 1000 oder weniger Attacke. Dann verbannt dein Gegner alle Karten mit demselben. Na, wie die Karte von der, okay. Interessante Karte. Wir wissen, was darunter ist, dass es Pinguinsonde hat. Das Blöde ist nur, die wird nicht... Ah ne, Albtraum-Pinguin. Oh. Nice. Gut. Der Effekt ist geil, ne? Monster wird vernichtet. Ne, warte mal. Alle auf dem...
Nice, dass die Karte jetzt vernichtet wird, statt... während der Spitze... Wenn ein Mann... Ach so, ja gut, dann hat der Effekt keinen Sinn. Schade. Die sind beide Level 2, deswegen bringt meine Schwerkraftbindung nichts. Der große Kaiserpinguin. Kann sie gerade schon bis 2. Okay. Ja, dreimal die gleiche Karte. Ernsthaft. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt Pech gehabt. Ich glaube, da können wir nichts machen. Was ist das denn jetzt für eine Karte? Hi, Caesar. Also, du kannst ja von dieser Karte legen, eine Heizung auf diese Karte, weil sie gerade sagt, oh, hat er jetzt genug an der. Ja, okay. Dann brauche ich wieder drei. Tja, kann ich jetzt nichts momentan machen. Seine Monster dürfen regulär angreifen. Ich kann nichts machen, leider. Leider. Na, so eine Art Pinguin-Deck spielt, oder? Was habe ich jetzt gezogen? Falls ein anderes Mal auf dem Spielfeld liegt, du kannst hier einfach dann meine Sorge. Bringt mir jetzt gerade nichts. Meine Sorge gar nichts, dann bringt die mir gar nichts. Haben verloren, schade. Wie darf die zweimal angreifen? Jo, darf zweimal angreifen. Ja, der Effekt ist ja schon mal geil. Ja, gut. Leute, wir haben verloren. Das ging aber auch ziemlich schnell, weil das Deck doch nicht allzu gut war. Naja gut, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part von Yu-Gi-Oh! Online. Bis dann und haut raus. Ciao.